Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vintage Story. Oh, der hier ist fertig, das ist ja super. Ah, ne. So aufheben. Ah, warte mal. Habe ich den jetzt irgendwie. Nö, wenn ich beschädigt, passt schon. Okay. Leg den mal hier ins Eck. Und dann schauen wir doch mal. Wenn ich mir jetzt hier dieses Fleisch mal hole. Das hält 6 Tage. Okay. Wenn ich mich beeile und das hier reinlege, dann hält das hier 3 Tage? What? Eigentlich sollte das hier besser sein. Ist es hier kälter als da drin? What? Hier drin ist es wärmer? I don't understand. Also das ist mir jetzt gerade zu hoch. Gut, dann machen wir das da wieder weg, damit da keiner auf dumme Gedanken kommt. Das ist ja schlecht. Also ich dachte jetzt, hier draußen wäre es wärmer, vor allem weil hier ein Feuer brennt nebendran. Eieiei. So. Okay, gut. Wir brauchten sowieso, also so und so braucht man mehr Storage. Und naja, das passt schon, das ist okay. Ja, es wird langsam wieder hell, das passt. Gut, dann legen wir die Tür wieder auf Lager. Okay, also ich muss demnächst mal Steine mitnehmen, unterwegs. Und gucken mal hier oben, ist hier oben wieder irgendwie was zu erledigen? Oh, es sieht nicht so ganz einfach aus. Oh. Oh. Ja, da wurde beim Anpflanzen nicht aufgepasst. Da wurde beim Anpflanzen nicht aufgepasst. Okay, naja. Ist egal. So. Wir holen uns noch ein paar Beeren. Wenn noch was zeitig ist, nehmen wir noch was mit. Nein? Okay. Dann gehen wir mal Richtung Norden. Direkt in der Früh gleich losziehen. Ah, hier habe ich den Babywolf, glaube ich, gekillt. Weil auch aus Babywölfen werden richtige Wölfe. Muss ja nicht sein. Da sind die Steine. Ja. Das sind richtige Steine, glaube ich. Ja, daraus kann man Sachen machen. Ab in den Norden bei furchtbar schlechtem Wetter. Eieiei. Naja, gut. Was soll's. Man kann ja nicht alles haben, oder? Na komm. Na komm. Du schaffst das. So. Schauen wir doch mal in den Norden. Gucken wir mal. Habe ich die. Ja, habe ich. Das passt schon. Habe ich schon gedacht, ich habe die Birken vielleicht nicht neu angepflanzt. Ah, Loch. Ja, Loch. Noch so ein Loch. Aber das ist nicht so tief. Würde gehen. Was haben wir hier eigentlich? Das ist wieder so Bauxit, ne? Ja. Oh. Naja. Ich weiß nicht, wann wir irgendwann mal zu Alu kommen. Also Bauxitverarbeitung ist ja eigentlich schon ein bisschen was Größeres. Also das ist jetzt nichts. Oh, oh. Ist hier ein kleines Schwein. Das heißt, hier ist wahrscheinlich auch ein großes Schwein in der Nähe. Was vielleicht gefährlich sein könnte, vor allem wenn es dann Junge hat. Okay. Ja, okay. Das ist ja schon verwest. Da ist nicht mehr zu holen. Da ist ein Fuchs. Okay, dann nicht. So. Oxid Stones. Kann man da draus auch? Nein, die kann man nicht. Nein, die kann man nicht bearbeiten. Dachte ich mir nämlich. Oxid kann man nicht bearbeiten. Kann man nicht zu.
nicht zu Tools umfunktionieren. Oh, da kommen auch hohe Berge. Wieso haben wir uns nicht hier so ein Fleckchen ausgesucht? Ist doch voll schön, so mit Wasserfall und so. Naja. Egal. Man kann ja noch umziehen, auch wenn es wirklich nicht schön ist. Oder wenn es wirklich woanders schöner sein sollte. Später mal vielleicht. Okay. Ah, da hinten, da ist wieder so ein Gebilde, da gehe ich mal hin. Den nehme ich mit. Ich habe zwar jetzt nicht so viel aus Flint gemacht, weil man da auch Pfeilspitzen draus machen kann und das vielleicht ganz gut ist, wenn man das dafür nimmt. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht. Auch Sinn. Ja. Weil die Cherry genau, also die eine ähnliche Farbe haben. Und nein, eine Wildsau. Da ist eine tote Wildsau. Oder was auch immer. Nee, die hat nur geschlafen. Okay, alles gut. Ach ja, bin ich. So. Eigentlich sind Wildschweine ziemlich gefährlich. In real life. Weiß nicht, wer das weiß. Also, ob es jemand, ob ihr das alle wisst. Also Wildschweine in real life. Wenn ihr ein Wildschwein in real life seht, dann schaut, dass ihr Land gewinnt. Es ist so. Ganz ehrlich. Also die sind... Mit denen ist nicht zu spaßen. Hatte ich auch schon mal. Also ich wurde schon mal von der Wildsau verfolgt. Ein Glück war ich mit dem Fahrrad unterwegs. War ein bisschen schneller. Bergab zumindest. Hab die abgehängt. Damit ist nicht zu spaßen. Also die gehen richtig auf einen los. Vor allem, wenn sie Junge haben. Und es war in der Zeit, wo die halt Junge haben. Also ich vermute mal, dass da wahrscheinlich schon irgendwo was in der Nähe gewesen sein müsste. Granitsteine, die kann man doch bestimmt auch zu Tools machen, oder? Oder nicht? Nein. Oder nicht. Sind zu hart. Granit ist zu hart und zu bröselig. Okay. Gut, aber hier ist... Kupfer. Einmal wieder aufschreiben. Hier an der Stelle gibt es Kupfer. Aber wie habe ich das andere Kupfer markiert? Einfach nur mit einem. Genau. Mit einem orangen Punkt. Dann machen wir das hier auch. Einfach nur, damit ich weiß, dass ich das da gefunden habe und dass es da. Also wenn es Kupfer oben gibt, gibt es meistens Kupfer auch unten. Also deswegen markiere ich mir das mal lieber. So. Granitsteine. Nee. Das ist eine gefährliche Ziege. Weil es war ein Stein. Ja. Steinbock? Glaube ich. Wir brauchen halt echt Kupfer, glaube ich, als nächstes. Und deswegen ist das schon ganz gut, was ich hier mache, glaube ich. Einfach mal ein bisschen erkunden und ein bisschen laufen. Auf der Suche nach Material. Ich meine, alles kann man natürlich nicht... Was für ein Baum. Oh, Pilze. Mushroom. Use knife. Oh, klar. Weiß nicht, kann man die ernten? Kann man die essen? 18 Tage, minus 10 HP. Aber man wird satt davon.
Ich meine, immerhin. Also. Immerhin geben die einen was in den Magen. Was haben wir hier? Mushroom. Granit. Ich weiß nicht, ob man Granit für irgendwas Spezielles brauchen kann. Bestimmt. Oh, soll ich die alle noch abschneiden? Alle mitnehmen? Ja komm, wenn wir schon mal im Wald sind und Pilze finden. Fliegenpilz. Fliegenpilz. Eindeutig. Okay, okay, was haben wir denn hier für Granit? Ah, das ist der raue Kulm. Wer es nicht kennt, mal in Google eingeben, rauer Kulm. Oder ist der aus Granit? Ich weiß es nicht. Landschaftsmäßig sieht das ähnlich aus. War ich schon mal da? Also... habe ich mir schon mal angeguckt. Ist ganz interessant, mal zu sehen. Was haben wir denn hier? Warte mal, kann man da... ja! Ja, nice! Okay, ich habe Resin. Ich weiß nicht, was ich damit machen will, aber ich habe welches. Oh, warte mal, ich habe die Idee. Das benutzt man bestimmt, um Sachen zu versiegeln. Irgendwelche Töpfe oder so. Kann das sein? Dass dann das Zeug länger frisch hält. Ist das denn die Möglichkeit? Ich weiß nur nicht, wie es geht. Also, aber ja, ich kann es mir vorstellen. Schön, es hat aufgehört zu regnen. Toll, super. Granit. Überall Granit, wo man hingeht. Ja, da kommen wir mal ein bisschen raus in andere Gefilde. Ich weiß nicht, ob man Granit dann überhaupt so einfach abbauen kann mit irgendeiner Spitzhacke. Also ob man da vielleicht spezielle Spitzhacke braucht, damit das überhaupt geht. Weil Granit ist halt schon, also... ne? Oh, hier gibt es aber viel Harz. Das ist ja cool. Ah, die Musik dazu. Einfach genial. Ich mag dieses Spiel. Oh, haben wir echt schon Herbst? Hier ist ein roter Baum. Also, ein Baum mit roten Blättern. Oder ist das... ist das die Art so? Ah, okay, okay. Das ist ein... ah, okay, okay. Alles klar. Ja, das, der ist so. Das gehört sich so. Was haben wir hier? Granitstones. Achso, das sind noch nicht ausgewachsene Fliegenpilze. Die wachsen erst noch. Ein Huhn! Und ein kleines Huhn! Oh! Toll. Ja... legen hier die Hühner eigentlich auch Eier? Sollten wir uns vielleicht irgendwie einen Hühnerstall machen? Kann man Hühner einfangen? So für den Winter? Weil ich weiß nicht... okay. Weil ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Oh Gott, was für ein Loch. Oh nein, ich höre was grummeln. Tatsächlich. Oh Gott. Erschreckt mich halt. Ich meine, wir haben die auch schon mal erledigt, die Viecher. Muss ja nicht sein. Blue Clay, ja, haben wir zu Hause halt auch. Ist okay. Muss man jetzt nicht unbedingt zwangsweise mitnehmen.
Ich hätte mir mehr zu essen mitnehmen sollen, glaube ich. Oder? Oh, ein kleines Schwein. Und noch ein kleines Schwein. Das sind bestimmt auch die Eltern irgendwo. Nein, ich muss hier weg. Ja, überall kleine Schweine. Nein. Ich meine, die sind zwar süß und so, aber nein, ich will nicht schon wieder sterben. Ich weiß nicht, wie stark so eine Wildsau ist. Ob die stärker sind als Wölfe. Also eine einzelne Wildsau ist eigentlich schon stärker als ein Wolf. Also als ein einzelner Wolf. Also kommt auch natürlich auf die Sorte Wolf an, so ein bisschen. Oh, okay, die sind auch gefährlich. Alles gefährlich, alles aggressiv. Alles aggressiv. So, ich laufe ein bisschen dann wieder zurück, also in die Richtung. Nicht wundern, wieso ich jetzt hier so schief herumlaufe, also so schräg rüber. Einfach dem geschuldet, weil ich wieder ein bisschen zurück will. Aber ich weiß nicht, wie man am besten Kupfer findet. Also, und vielleicht Zinn wäre auch ganz cool, wenn wir noch finden würden. Oder Zink. Zink, glaube ich, ist es, ne? Was wir brauchen. Also wäre cool. Aber, ich nehme mal die Büsche nicht mehr mit. Also wir haben jetzt so viele Büsche bei uns angepflanzt. Oh Gott, was für ein Riesensee. Hier oben gibt es viel Wasser, habe ich das Gefühl. Ach, genau das wollte ich eigentlich nicht. So. Wollte schon so auf dem Land ein bisschen bleiben. Das hier. Land. Fireclay. Okay, also hier gibt es Fireclay auch. Aber brauchen wir gerade nicht mehr. Wir haben den Ofen, also von daher alles gut. Und noch ein paar Flinten. Was haben wir hier so Schönes? Gibt es hier was zum Holen? Was ist denn das da? Eine Leiter! Da kann man nicht abbauen. Kommt man da hin an diese Leiter? Kann man die... Ah, hier hätte man reingekommen. Ah! Wie kann ich die Leiter nach unten benutzen? Ah, Shift. Nice, da war jetzt tatsächlich Erz drin. Kann ich diese Leiter mitnehmen? Ja, ist das geil! Ich meine, ich weiß noch nicht, für was wir die brauchen, aber ich nehme sie mal mit. Ein Inventar voll. Lab. Ja. Werden wir nicht brauchen. Also wir können ja dann auch... Nein, da vorne sind nochmal Fässer. Food. Ach Gott. Ja komm, wirklich werfe ich die Fliegenpilze raus. Wenn ich nicht alles mitnehmen kann, aber ich glaube, ich kann alles mitnehmen. Oh. Reismehl? Oder Reiskörner? Auf jeden Fall Reis. Interessant. Ich glaube, hier ist sonst... Ah, hier! Forge. Ah, nee. Oder lasse ich die Leitern hier? Wir brauchen die ja momentan gar nicht.
Komm, ich baue die Leitern hier wieder hin. Wir brauchen die gerade nicht unbedingt. So, was haben wir hier? Honeycomb. Oh. Squeeze out over bucket or bowl to get honey and wax. Ah, interessant. Okay, cool. Ja, würde ich sagen, wir können wieder heimgehen. Inventar ist voll. Ach Gott, nein. Nein, 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 nein. Hier sind so viele coole Sachen. Also, sollte ich mir vielleicht mal markieren. Ja, egal. Wenn wir noch ein bisschen Kupfer auf dem Heimweg finden, wäre das cool. Wind, kann man mitnehmen. Haben wir schon im Inventar. Nee, nee. Playstone. Stones. Also andere Stones halt. Essen. Werfe mal kurz raus. Ich habe nicht zu wenig zu essen mitgenommen, aber es ist nicht so tragisch, seht ihr ja. Man findet unterwegs ja relativ viel. Okay. Ich hasse Schwimmen übrigens. Minecraft wie hier auch. Das lebt noch. Ich weiß nicht genau, was es war. Ich habe es nicht gesehen. Ich konnte es nicht erkennen. Aber es hat noch gelebt. Okay. Gut, dann gehen wir nach Hause. Wir haben ein bisschen Zeug dabei. Ah, hier ist auch schön. Also finde jetzt ich, also ich finde es jetzt hier ganz nett eigentlich. Mal da hoch, da ist eine Treppe, das passt. Uah, da ist ein Loch. Also ich glaube, ich kann die nächsten Sachen schon aus Flint machen. Das ist egal. Oder wenn wir anderen Stein noch zu Hause haben, dann tausche ich das aus einfach. Dann lege ich den Flint auf Lager. Schafe, glaube ich. Oder Ziegen, je nachdem. Kann man nicht so gut erkennen, wenn die im Wald stehen. Ja, klar. Das hat jetzt wehgetan, ist mir schon klar. Ist schon tiefer runtergefallen, Junge. Ich kann eh nichts mehr mitnehmen. Also, außer das, was ich schon dabei habe. Deswegen auf den direkten Weg nach Hause. Aber ich wusste nicht, dass da so viel Zeug drin ist in den Dingen. Oben hat schon immer coole Sachen mitgebracht, aber ich wusste nicht, dass er so viel ist. Oh, Hühner. Schick, schick. Okay. Da vorne ist ein Hase. Ja, da haben wir noch wer bis da. Mal essen. Dann haben wir wieder Platz. Für die gleiches für die Berries. Da sind noch mal welche. Cool.
komme ich mit vollen Magen heim. Passt. Passt. Außenrum wollte ich sagen. Also kommt der nächste aus dem Wasser. Ich glaube, ich sollte mich langsam richtig beeilen, nach Hause zu kommen. Es wird, glaube ich, dunkel oder es liegt am Wetter. Das kann auch sein. Nein, es, glaube ich, wird auch dunkel. Wir haben 25 Minuten auf der Uhr. 30 Minuten sowas, glaube ich, geht der Tag. Dann kommt die Nacht. Das heißt, wir sind schon wieder am Ende vom Video ein bisschen angelangt, ja? Wie das da vorne aussieht, ja? Ist da nur ein Teil nicht geladen oder ist da ein Riesenbaum auf dem Berg? Da ist ein Riesenbaum auf dem Berg, ja? Ja, da ist ein Riesenbaum auf dem Berg, ist ja cool. Das ist auch cool, offiziell, das ist cool. Ich mag das. Das mag ich auch in Real Life. Wenn auf dem Berg so ganz oben einfach ein riesen Baum steht, das ist voll super. Das ist voll schön irgendwie, finde ich. Also, vor allem wenn er so ganz oben so ist. Und halt richtig groß. Habe ich auch schon ein, zwei Mal gesehen. Also, muss ich dann tatsächlich auch mit dem Fahrer mal hinfahren und mir das angucken. Und da, ja. Und dann habe ich gesehen, oh, hier oben neben dem Baum steht sogar ein Gipfelkreuz. Das hat man von unten nicht gesehen. Ich habe nur den großen Baum gesehen. Ach nee, oh, ich muss da mal hin. Und dann bin ich da hin. Dann habe ich oben das Gipfelkreuz entdeckt. Oh, super. War aber furchtbar hinzukommen, muss ich auch sagen. Das war nicht so leicht. Aber gut. Es war okay, es war okay. Ich hab schon Schlimmeres, glaube ich, erlebt. Als jetzt so einen Berg hoch zu fahren, beziehungsweise dann das letzte Stück dann zu Fuß zu gehen, weil es halt nicht ging, halt zu klettern. Ich bin schon schlimmere Passagen hochgeklettert. Oh ja, definitiv bin ich für schlimmere Sachen hochgeklettert. Oh, mir fällt es gerade ein. Als Kinder sind wir immer so in so einen Felsen. Da haben wir hier so einen Felsen. Da, also zwei Felsen haben wir hier, sagen wir so. Ein Wolf! Nein, nein! Okay. Das geht sogar. Jetzt, ah, jawohl, das hat funktioniert, dass ich hier drin respawne. Das ist gut. So, wo war ich jetzt hier? Super, also, ich war einfach zu nahe dran. Ich war einfach zu nahe dran, als ich den mit dem Speer angegriffen habe. Ich war einfach zu nah dran. Ich hätte noch ein bisschen weiter weg gemusst. Oh nein, hier sind schon wieder Wölfe. Waren das Wölfe? Das waren doch Wölfe, oder nicht? Klar ist das ein Wolf. Der verfolgt mir. Er verfolgt mich sogar. Und ich war hier. Hau mir doch ab, ey. Muss ich natürlich zu dem Wolf da hinten hin und muss mir schnell meine Sachen holen. Schnell hinlaufen, weglaufen. Da ist schon einer gewesen. Hier war schon mal ein Speer von mir. Hier irgendwo müssen doch meine anderen Sachen alle liegen. War doch hier. Also Wölfe haben wir echt genügend hier. Das ist ja der Wahnsinn. Die Sachen müssen doch hier liegen irgendwo. Ich sehe halt nichts. Das ist ja super bescheuert. Nein.
Wieso liegt hier nichts? Das wird halt echt dunkel. Leute, mein Zeug ist verloren. Ich sehe es nicht. Ach, hör mir doch auf. Hatte ich echt extra eine Rüstung an und hat nichts geholt? Ah, hier. Ah, zum Glück. Zum Glück, alles da. Oder? Ne, ich hatte ein voll Inventar, oder? Keine Ahnung, egal. Zurück. Zurück. Eieieiei. War nicht die beste Idee, glaube ich. Ja, war es nicht. Und schnell auf Respawn zu klicken, weil es ja gerade dunkel wird, auch nicht die beste Idee. Oh Mann. Weiß ich nicht, wo mein Zeug liegt. Irgendwo bei den schwarzen Punkten in der Nähe. Bei den Wölfen, bei den schwarzen Wölfen. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Also ich bin von hier aus nach Hause gelaufen. Kann ich da drüber, ne? Oder? Bin ich da drüber gelaufen? Ach komm. Ja, hier. Okay, sehr gut. Gib mir natürlich mein Speer, der müsste ja im Wolf stecken. Da bin ich nicht lang. Ich habe keinen Speer mehr. Ja, ich habe keinen Speer mehr. Ich hatte zwei Speere und ich habe jetzt keinen mehr. Das ist der Grund, glaube ich, wieso ich jetzt Platz im Inventar habe. Aber ist egal. Wenigstens das Zeug mal safen, nach Haus bringen. Bin ich mal eben zweimal gestorben. Das ist doch nicht wahr. Hier. Naja, okay. Hält jetzt auch nicht mehr so viel aus. Zwei. Ja. Wie auch immer. Wie auch immer. Wir sind hier echt im Wolfsgebiet, habe ich das Gefühl. Es sind überall Wölfe. Wir sollten die mal gezielt jagen. Wir sollten echt mal gezielt jagen. Wir sollten die echt mal gezielt jagen und vernichten. Ausrotten! Das hören viele Wolfsliebhaber jetzt nicht so gerne, aber Wölfe sind halt mal gefährlich. So. So, haben wir hier noch was, was noch früher weg muss? Nein. Okay. Was habe ich hier? Shattered Stone? Achso, ja, okay. Ich befürchte, das reicht noch nicht, ne? Ja. Das reicht noch lange nicht, glaube ich, für ein Dingens, für einen Amboss. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass man gar keinen Kupferamboss machen kann, sondern einen Dingensamboss braucht, einen Bronzeamboss. Das hat auch wieder, naja, dann interessant wird. Warte mal, wir haben doch hier vorne noch so Flachszeug, haben wir doch hier irgendwo, genau. Hier, Federn haben wir hier auch. Rice Grain, das guck ich mal da rein. Vielleicht sollte ich hier mal die Sachen auch mal
hier rausnehmen und mal da reinwerfen. So, mal gucken. Jawohl, das deckt nicht, das ist gut. Ein paar Karotten noch. So. Das ist erstes kaputt, da müssen wir uns dann drum kümmern. Das hält 5 Jahre. Ein paar Tage. 18 Tage. 16 Tage. Jahre. Jahre. Tage. Tage. Dass sich Pilze so lange halten, das halte ich mal für ein Gerücht. Aber egal. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch was drin? Flintschaufel. Was? Nein. Hier ist eine Flint... Kopplerschaufel. Flintschaufel. Oh. Okay, wo kommen denn die Tools her? 14 Tage. Warte mal, das sollten wir vielleicht hier mit reinlegen. Genau. Das war hier hin. Gut. So, was haben wir hier vorne? Wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir... Jahre, Jahre. Okay. Ja. Was ist das hier? Flaxgrain Years. Hier haben wir 8 Tage. Nehmen wir da mal was. Um das jetzt zu vertiegen. Da bringt ja nicht so viel, ne? Naja, egal. Wichtig ist, macht's halt irgendwann. So. Okay. Wäre halt cool, wenn wir mal ein bisschen Ordnung reinbringen würden. Müssen wir mal machen vielleicht demnächst. Aber ihr seht schon. Naja, gut. Naja, gut. Naja, wenn man ein bisschen Ordnung hält, vielleicht könnte man das... Wenn ich... Wenn man die Fässer... Oder die Krüge... mit Lebensmittel vielleicht im Boden verstaut. Weil normalerweise müsste es ja noch kälter sein unten hier. Wenn man das mal macht. So. Und dann hier. Was drin? Nein. Hier mal das ganze Essen, also ich muss mal gucken, wo haben wir denn überall Essen drin? Also hier haben wir überall Essen drin. Kann man sonst noch irgendwo essen? Nein, glaube ich nicht. Okay, dann legen wir das mal da rein. Schnell da rein, damit es nicht in den Inventar ist und nicht so schnell kaputt wird. Also. 13 Tage, Jahre, 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 Jahre. Okay, das tauschen wir aus. So. Okay. Ja komm, mach ich auch kaputt einfach. Und werf das schon mal hier rein. Mal gucken, ob was deckt. Ich glaube es nicht. Nein. Okay, so. Jetzt. Mal gucken, was hält denn am längsten? Das hält Jahre, das nehme ich nochmal mit. Oder warte mal, wir machen lieber hier das rein, was Jahre hält und auch im anderen das rein, was nicht so lange hält, hier. Also hier mal das mit Jahre raus und das mit viel Tagen. Okay, also so viel hier kann gar nicht mehr drin. Und dann das hier mit so ein paar Tagen.
Okay, ja, das war jetzt nicht so viel, was da... dachte, da hätte ich mehr davon, was nicht so lange hält. Aber jetzt alles wieder... Jawohl, bis aufs Fleisch. Okay, das hier sollte man vielleicht mal braten, damit das länger hält. Weil es hält halt noch 5 Tage. So. Jetzt. Tage. 126 Tage. Ja, komm. Warte mal, das nehmen wir mal hier raus. 5,7 Jahre. 5,6 Jahre. Da war es anders, ne? Ja. Dann haben wir hier 5,7. Dann haben wir 5,6. Oh nein, jetzt habe ich es geskillt. Ist egal. 1,1 Jahre. Ich meine, das hält sowieso 120 Tage. Das ist nicht so schlimm. So, 114, 126. 106. So, okay. Gut. Okay. Was macht hier ein einzelnes Firewood drin? Das braucht nur Platz. Okay. Habe ich noch irgendwas hier, was ich loswerden will? Irgendwo hinlegen will? Warte mal, was ist das hier? Fire Clay Brick. Warum? Ah, hier sind Stairs drin. Sherrit Stone. Ach ja, dann tausche ich die Flints mal dagegen aus. So. Okay. Also ein bisschen Ordnung reinbringen. Hier haben wir noch Mob Drops. Ah, da wäre noch Flint. Mob Drops. So, Flint. Mal hier ist auch nochmal Mob Drops. Okay, dann mache ich... Ja, mach ich mal hier die Mob Drops rein. Und das hier mal raus. Das hat da drin dann nichts mehr verloren. Das ist ein Werkzeug. Da haben wir hier Werkzeuge. Dann... Nehmen wir den Korb hier auch. Hallo, guten Tag. Abend, wie auch immer. Ich mache mal Schluss hier an der Stelle, glaube ich. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Guck mal, dieser Schwertgriff vom Brennen, das habe ich nicht rausgefunden. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!